Herzlich willkommen zu einer ganz normalen Ausgabe des News und Store Updates. Wir wagen heute ein Experiment und lassen das ganze Team die Neuigkeiten mit euch besprechen. Los geht's! Ein paar Ankündigungen gab es mit dem ersten State of Play Stream letzten Montag. Die wichtigsten haben wir für euch zusammengefasst. Die VR-Familie bekommt ordentlich Zuwachs. So könnt ihr zum Beispiel in Iron Man VR als Tony Stark den Anzug anlegen und Fieslinge bekämpfen. Oder in No Man's Sky VR noch diesen Sommer mit dem Beyond-Update ferne Galaxien erkunden. Ohne Scheiß, das sieht richtig gut aus. Nichts für schwache Nerven ist der fast schon Horror-Klassiker Five Nights at Freddy's Help Wanted in VR. Eure Grenzen könnt ihr dort schon diesen Frühling austesten. Und auch der Actionkracher Blood and Truth hat sich mit einem neuen Trailer blicken lassen. In bester Agentenmanier werdet ihr ab dem 28. Mai Kugeln statt Fäuste sprechen lassen. Persönlich am besten gefallen hat mir der atmosphärische Trailer zu Concrete Genie, einem Adventure um einen Jungen, der sich mit Farbe und Pinsel seine eigene Welt kreiert. Ein Erscheinungsdatum gibt es nicht, aber immerhin den Herbst als groben Zeitraum. Große Freude auch bei Bethesda, denn die feiern ihre Rage 2 USK 18 Uncut-Version gleich mit einem neuen Trailer, der so explizit ist, dass wir ihn hier jetzt nicht zeigen. Doch nicht vor den Kindern. Aber freuen dürft ihr euch trotzdem, denn das Warten hat bald ein Ende. Rage 2 erscheint nämlich schon am 14. Mai. Unterdessen hat Square Enix den Zeitplan für die ausstehenden Life is Strange 2 Episoden veröffentlicht und ich sag's mal so. Das zieht sich ganz schön hin. Die dritte Episode erscheint am 9. Mai, die letzte erst am 3. Dezember. Puh, da brauchen wir ganz schön festes Sitzfleisch. Aber, wie heißt es doch so schön, was lange währt, wird endlich gut. Auch aus dem Hause Atlas gibt es Neuigkeiten. Das mysteriöse Projekt Persona 5R entpuppt sich als Persona 5 The Royal. Aber schlauer sind wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Bekannt ist bisher nur, dass es einen neuen weiblichen Charakter geben wird. Ob es sich bei dem Ding aber um ein Spin-Off, eine Fortsetzung oder eine Game of the Year Edition handelt, bleibt abzuwarten. Wir erwarten weitere Informationen am 24. April im Rahmen einer Persona 5 Konzertveranstaltung. Na dann drücken wir allen Fans mal die Daumen. Und hier geht's jetzt ums Eingemachte. Ihr wisst genau, was wir meinen, die PS Plus Spiele für den Monat April, ganz recht. Da wäre zum einen Conan Exiles, ein Survival-Action-Adventure, angesiedelt im Setting von Conan, dem Barbaren. Erstellt euch einen eigenen Charakter und kämpft mit Leib und Seele ums Überleben, indem ihr euch Kram zusammencraftet und Gegner verkloppt. Demgegenüber steht die industrielle, kalte Metallwelt von The Surge. Ein Spiel vom deutschen Entwickler Deck 13, das durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad glänzt und eine spannende Sci-Fi-Geschichte erzählt. Wer dieses Spiel meistern will, braucht Geduld und einen starken Willen, um die scheinbar übermächtigen Gegner standesgemäß zu plätten. Die Plus-Spiele erscheinen übrigens wie jeden verdammten Monat am ersten Dienstag des neuen Monats. Im April ist das dann der zweite, vierte, liebe Pappenheimer. Und wer unsere News kennt, der weiß, was jetzt kommt, nämlich die Neuerscheinungen der Woche. Darunter das am 26. März erschienene Survival-RPG Outworld. Mittelalter, Ressourcen abbauen, den Craftinger machen, entdecken, kloppen und das Ganze bei einem Schwierigkeitsgrad auf Soulsborne Akiro-Niveau. Kommt gut an und ist für RPG-Fans sicherlich einen Blick wert. Etwas für echte Fans ist auch die Neuauflage von Assassin's Creed 3, welche am 29.03. erscheint. Das Abenteuer um den amerikanischen Ureinwohner Connor ist vielleicht nicht der populärste Teil der Serie, hält aber eine Menge toller Missionen und Überraschungen für Fans der Reihe bereit. Am 26. März erschienen ist außerdem Skyward, ein VR-Strategiespiel für die ganze Familie, das ihr online gegen andere oder allein im Singleplayer-Modus spielen könnt. Sauber. Richtig dreckig wird's hingegen im Deal der Woche. Das gerade erst veröffentlichte Dirt Rally 2.0 gibt es vom 27.03. bis zum 3.04. für schlappe 44,79 zu schießen. Ihr spart dabei 36%. Und im PlayStation Store laufen gleich mehrere Rabattaktionen zu Ende, darunter auch der März-Wahnsinn. Dieser läuft noch bis zum 3.04. und mit dabei sind Spiele wie die XCOM 2 Collection für 32,99 oder Persona 5 für 24,99. Auch die Spiele unter 20 Euro Aktion endet am 3.04. Also nochmal reinschauen und den PlayStation Hit Neck 2 für 12,99 Euro abstauben. Oder das VR-Abenteuer Robinson The Journey für 14,99 Euro. Und zum Schluss ein Schmankerl für alle Mortal Kombat Fans. Die Vorbesteller-Beta startet am 28. März und endet am 31. März. Der Name verrät's, wer hier dabei sein will, muss vorbestellen. Cool, und das war's auch schon. Es war uns wie immer eine Ehre, euch informieren zu dürfen. Macht's gut und haltet die Ohren steif. Wir sehen uns.